Na, was hast du denn geschrieben da oben mit Hallo? Hallo. Hallo. Was schreibst du für Skripte hier? Hallo. 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 Hallo, Borg Heiler. Hallo, Welt. Das ist ja. Ja, hast du überlegt, kannst ne? Du mal Hallo. Komplett ausschreiben? Das genau, so weil du nicht gewusst hast, ne, wie man Borg Heiler ausspricht. Nee, Welt. Deswegen hast du ja auch Welt gesagt. Ach so. Ja, hier sind wir wieder. Montag, wie immer, sitzen wir davor. Wir haben Gott sei Dank immer nicht ganz so viele Themen, aber dafür haben wir ganz lange das Interview. Themen der Woche? Der Gruß der Woche. Gruß der Woche übrigens. Geht nach Kaolack. Hat jetzt nichts mit Autolackiererei zu tun. Das ist ein bisschen Richtung Asien. Stefan, Michaela, wir wünschen euch einen schönen Urlaub. Ja, viel Spaß. Gebt mir noch einen Gruß. Genießt es. Ihr müsst ja bald wieder zurückkommen und dann geht's hier weiter. Und dann bringt doch mal so ein Getränk mit, wie hier gerade durchs Bild gelaufen ist. Jo, viel Spaß euch da. Ja, wir waren auch unterwegs. Wir waren auch unterwegs gewesen. Klar, ist ja nicht so, dass hier nicht Party ist. Genau. Und zwar, das heißt übrigens nicht Zempern. Ach, Zempern, Zimpern. Das heißt Zimpern, nee, ja, Zimpern. Zimpern, nein, Zimpern. In der Lausitz heißt es Zempern. Weil er kommt nämlich aus Thüringen, der hat keine Ahnung, das wie man hier spricht. Das ist auch Niki Lausitz. Zimpern, was, Niki Lausitz? Niedere Lausitz. Niedere Lausitz, also Zimpern. Zimpern in Deutschburg. Ja. Haben wir uns angetan, ne? Ganz kurz. Ganz kurz. Bitte. So, wo geht's denn jetzt hin? Wir fahren nach Deutschburg feiern. Da wird gezippert. Wir gucken mal. Mal gucken, ob die noch zippert. Du musst ja fahren, der hat Pech, wa? Herzliche Grüße nach Borkheide wünschen die Deutschburger! Yeah! Ja, was macht ihr denn hier eigentlich heute? Na, fast zippern! Zippern! Ja! Juhu. Wir vertreiben den Winter, dass der Frühling kommen kann. Genau! Und wir sind gut organisiert. Wir haben Kinderfasching, wir haben Maibaum, wir machen Kinderfeste. Ihr könnt alle kommen. Herzlich eingeladen. Die machen Feste, Kinder. Hau ab hier. Hau ab. Ja, schön, ne? Die waren schon alle ganz schön angetütert, würde ich sagen. Feste, oder? Kinder machen die, ja? Da konntest du nur abhauen. Aber das machen wir demnächst mal hier auch, oder? Zimpern? Ja. Aber hier, bei uns hier im Garten. Liebe Deutschborker, ist überhaupt kein Problem. Ihr seht ja unsere E-Mail-Adresse hier auf allen Kanälen, ist ja auch hier auf der YouTube-Seite irgendwo hinterlegt. Wenn ihr Informationen zu euren Partys habt, schickt sie uns einfach, dann seid ihr hiermit online. Genau. Schöne Grüße nach Deutschburg. Jo, ist ja nicht so weit, nur über nächster Ort. Ja. Genau. Dann haben wir noch eine Info wieder, wie immer. Wir müssen ja immer dran erinnern, an BIP. Ja, da sind wir dabei, immer noch. Back in Banjul? Ja. Nicht Borkheide in Banjul. Nein. Back in Banjul. Ja, dann BIP. Am 29. ab 16 Uhr. Auf dem Marktplatz. Auf dem Marktplatz. Ja. Die große Party. Mit Essen und Trinken. Mit Essen und Trinken. Und der gleich die Abschiedsparty für Chrissy und Bernd. Ja. Genau. Und dann schauen wir mal, was das für ein Fest wird. Jo, dann haben wir noch gar nicht so viele Themen, ne, heute oder so. Aber dann haben wir noch Fußball. Fußball wollen wir gar nicht dazu sagen, oder? Ach, lass mal den Trainer reden. Lass mal den Trainer reden. Bitte schön, Markus. Sonntag hier in Schlarlach. Windig war es. Rote, gelbe Karten gab es und du bist zugewachsen. Warst du in dich gegangen im Winter? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich war es nur mal irgendwann eine lustige Idee und dann kam ich mal auf den Gedanken, dass ich mich vielleicht erst wieder rasiere, wenn wir gewinnen. Hatte die Hoffnung, dass das noch in der Hinrunde passiert, da ist es nicht passiert. Heute auch nicht. Ja, wir sind hier in der Rückrunde in der ersten Kreisliga und es ist nicht so gut gelaufen. Das heißt, am Anfang schon, die erste Halbzeit 2:0 geführt oder 0:2, nee, 2:0 und dann verloren 4:2. Ja, in der ersten Halbzeit eigentlich das, was wir uns vorgenommen haben, eigentlich ganz gut umgesetzt. Ist halt ist nicht so einfach hier heute. Also der Platz selber ist natürlich wie viele Rasenplätze jetzt hier so noch recht weich. Sehr, sehr, sehr holprig mit vielen, vielen kleinen Löchern drin, also wirklich schwierig zu spielen. Kam jetzt nicht allem so gut entgegen. Dann noch der Wind dazu, also alle hohen Bälle, entweder blieben sie stehen und kamen schon fast wieder zurück wie ein Bumerang oder sind halt sonst vorhin geflogen. Also deswegen nicht einfach, da haben wir es eigentlich gut gemacht, den Kampf angenommen. Das hatten wir uns heute vorgenommen, wir mussten nochmal umstellen, den Tim leider ins Tor, weil wir kein Torwart heute hatten. Der hatte kurzfristig abgesagt und entsprechend haben wir gesagt, komm, wir kämpfen heute alle. Ja, das ist Rückrundenauftakt. Wir wollen natürlich entsprechend eigentlich positiv wieder in die Rückrunde gehen nach den zuletzt nicht so guten Ergebnissen. Kader ist ja auch wieder relativ voll
Und entsprechend, ja, haben wir uns schon was vorgenommen. Und dann, ja, ein bisschen natürlich auch Glück. Klar, über ein oder andere Entscheidung kann man sprechen, aber für beide Mannschaften sozusagen. Und ja, letztendlich hast du dann 11 Meter dir rausgeholt, durch einen guten Laufweg von Marv. Mhm. Und kurz vor der Halbzeit dann sogar noch das 2-0 gemacht. Das war sehr schön gespielt. Ja, dann gehst du eigentlich in die Halbzeit und sagst, ja, so muss es weitergehen. Ne? Nur so muss es weitergehen. Ja, und dann kriegst du in der zweiten Halbzeit 4 Dinger. Und da ist im Grunde genommen alles schiefgelaufen, was eigentlich geht, so in der Art. Ne? Also mal abgesehen von der gelb-roten Karte, wo wir es klar und deutlich angesprochen haben, dass der Mund zu ist. Der Schiedsrichter, der ist bekannt dafür, ja? Dass der halt wild pfeift manchmal. Nicht alles nachvollziehbar ist, aber eins pfeift er immer. Und da gibt er auch ganz schnell Karten. Selbst bei Fouls gibt er weniger Karten, wenn gemeckert wird, wenn der Mund aufgemacht wird. Wenn gemeckert wird, ja. Es hat nicht nur unseren Mann getroffen, sogar den Trainer der gegnerischen Mannschaft, der rote Karte gekriegt hat, vom Platz gestellt wurde. Ja, ja, das ist, wie gesagt, das weiß man bei dem Schiedsrichter. Ja. Und dementsprechend ist es eine ganz große Dummheit, sich da dann so zu verhalten, wenn man das weiß. Und dann schwächt das natürlich die Mannschaft auch nochmal. Naja, und das, was ich auch schon beim letzten Spiel gesagt habe, ist halt ganz deutlich wieder, nach 10 Minuten in der zweiten Halbzeit war die Puste raus. Die Kondition, die Fitness, die stimmt halt einfach nicht. Also die reicht nicht für diese Rückrunde, wenn das nicht besser wird. Okay, 4-2 ist nicht schön. Wie siehst du unsere Chancen noch weiterhin? Wir haben ja noch ein paar Spiele vor uns. Das war das erste Spiel. Wir haben noch ein Spiel offen aus der Hinrunde, glaube ich, gegen Werder. Ne? Gegen Werder noch, ja. Und das heißt, wir brauchen wesentlich mehr Fitness, wie du ja schon angesprochen hast. Wie sieht's aus? Brauchen wir noch neue Spieler? Immer, ne? Ja, eigentlich ist der Kader groß. Heute, wie gesagt, wenn der Chrissy nicht abgesagt hätte, der Torwart, dann hätte ich heute einen nicht einwechseln können. Also ist ja schon mal ganz gut. Ja? Ich meine, der Gegner war eigentlich mit gar keinem Auswechsel da. Der hat am Ende aus lauter Jux und Dallerei hier den noch eingewechselt, der schon 5-mal vorher auf den Platz gerannt ist als Betreuer. Mhm. Also entsprechend geht es wohl auch so. Und dementsprechend müssen wir uns jetzt nicht über den Kader Sorgen machen. 2, 3, die heute nicht konnten wegen Arbeit oder so, die sind dann auch wieder da. Das ist okay. Nur die müssen halt wirklich, wir müssen halt eine andere Einstellung, was unser Training angeht und nicht nur jetzt, wir brauchen nicht über Technik reden, wir müssen einfach einen Fitnesszustand erreichen, alle gemeinsam, damit wir auch bis zum Ende das, was wir vielleicht im Kopf haben, auch umsetzen können. Gut, viel Glaskugelleserei könnte ich jetzt hier nur anbringen. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Natürlich steht der Druck jetzt echt hinter der Mannschaft, denn die möchten sich natürlich auch nicht für Borkheide blamieren, denke mal nicht. Nächstes Spiel ist ein Heimspiel gegen Babelsberg. Ich bin nun leider nicht da, da muss der Matze mal hier am Mikrofon stehen, kriegt ihr aber hinten nämlich stark an. Ich muss nämlich privat unterwegs sein. Jedenfalls drücke ich euch die Daumen, dass das Heimspiel dann vielleicht eine Wende bringt, weil wir haben jetzt 5 Spiele hintereinander verloren, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und wir sind einfach auch in der zweiten Kreisliga gut verwöhnt worden. Das ist uns in der ersten Liga so noch nicht passiert. Ne? Verwöhnt worden. Genau, das müssen jetzt die Jungs natürlich auch mal hinkriegen, dass man damit wieder umgehen kann und sagen kann, ich muss über den Kampf halt wieder reinkommen. Ne? Und dann geht nicht alles perfekt und schön. Okay, Februar, es war trotzdem warm und es waren auch eine Menge Fans hier. Ja. Ja, also auf beiden Seiten haben wir die gesehen hier. Ich weiß gar nicht, ob ich die alle mitfotografiert habe. Wir wünschen der Mannschaft viel Glück und wie sagt man, Hals und Beinbruch? Ja, weiß ich nicht. Aber ich auch freue mich über die Fans. Wirklich toll, dass ihr immer wieder dabei seid, trotz der Leistungen. Also danke und kommt weiterhin. Unterstützt uns. Das ist natürlich auch nochmal wichtig für die Spieler, da auch wieder aus ihrem Tief rauszukommen. Okay, toi 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 für nächsten Sonntag in Borkheide. 14 Uhr, ne? 14 Uhr ist Anfang. 14 Uhr. Ciao. Tschüss. Ja. Ja, ordentliche paar Fouls wieder dabei gewesen. Ein paar Karten gab es auch, ne, wie gesehen. Und ja. Ich sag mal so, es ist erste Kreisliga. Klasse. Und erste Kreisklasse. Und da sind nicht nur die Spieler erste Kreisklasse, sondern offensichtlich auch die Schiedsrichter. Also für die Oberliga reicht es nicht, würde ich sagen. Ja, ich will ja nicht meckern, aber es ist halt so. Gut, nächstes Spiel ist, wie schon gesagt, am Sonntag. Ich bin nicht dabei. Hoffentlich gewinnen sie diesmal, wenn ich nicht dabei bin. Und wenn sie gewinnen und ich bin nicht dabei, dann heißt es, dass ich nicht mehr hingehe, damit sie immer gewinnen. Dann wird sie Grund gehabt haben. Also, ich komme alleine, also deswegen. Genau, Matze macht dann Interview und filmt den ganzen Gast Spaß. Gast geben am Sonntag. Fotos gibt's nicht. Doch, diesmal schon noch, weil die lade ich nachher noch hoch auf Facebook. Könnt ihr euch nachher noch ein paar Bilder anschauen. Wetter war ja so lala. Wie gesagt, das Spiel war auch so lala. Nicht nach unserer Fassung. Jo. Es geht aufwärts. Bei uns.
Bei uns im Kanal. Genau. 300. Herzlichen Glückwunsch. Da gibt es auch einen Film, ne? 300. Oder vielen Dank an den 300. Abonnenten. Da gibt es ein Ahu dafür. Wer immer das war, der kann sich mal bei uns melden, wenn wir unsere Geburtstagsparty machen. Wir werden ja dieses Jahr 4 Jahre alt im März. Zwei du, zwei ich, ja. Genau. Und er kriegt dann ein Glas Wasser kostenlos. Zwei. Komm, da lassen wir uns nicht lumpen. Melde dich bei uns. Bitte melde dich. Haben wir noch was? Nö. Oh, das ist 300 Abonnenten. Abonnenten heißen sie. Ne, das ist wie Zempern. Das Skript schreibst du nächstes Mal bitte ordentlich. Ja? Ja, wieso? Du kannst es doch lesen, oder nicht? Ja, wir machen tatsächlich hier immer ein Skript, ja, weil wir merken uns nämlich nicht so viel. Deswegen fällt uns heute auch nicht so viel ein. Doch, es wird immer heller draußen. Guck mal, blauer Himmel da übrigens. Das musst du jeden Tag fotografieren. Sieht cool aus, oder? Das und Matze, dein Wetter ist noch offen. Wetter? Mhm. Ach du, ach ey. Ja, die hast du fast vergessen, ne? Ja, Lutze, blend mal das kleine Bildchen hier ein, da haben wir es schon. Ja. Und ja, wie man da sieht, haben wir in der Woche einen kleinen Temperaturknick in die Mitte. Nachts könnte es 2 Grad werden. Der Regen wird uns in der Woche anfangs ein bisschen weniger und Richtung Sonntag etwas mehr begleiten. Ja, es stürmt nicht ganz so heftig. England hat mehr abgekriegt. Wir haben beim ersten Sturm auch nicht so viel abbekommen. Ich finde das auch gut so. Weil dann müssen wir hier weniger aufräumen und haben kaum Schäden im Ort. Von daher, ja, kein Winter. Und ein bisschen Wetter, Wasser brauchen wir noch ein bisschen. Wasser für kommt den ja, Sommer. Richtung Sonntag, bisschen Wasser. Sonntag kommt Regen. Geht noch. Genau, zum Fußballspiel wird es wahrscheinlich, das sage ich jetzt nicht, dass es da regnen könnte. Nee, da scheint die Sonne. Aber die Tendenz ist dahingehend. Gut, das war's. Ja. Tschüss, steht dir übrigens nicht da. Schreib's hin. Soll ich den Schreib später? Okay. Wir sehen uns nächsten Montag. Viel Spaß euch allen. Schöne Woche. Rutscht nicht aus. Ach nee, es wird ja nicht mehr glatt. Und am Montag ist Fasching in der Schule. Viel Spaß den Kiddies. Hier vor der Kamera, der Lutze. Und tschüss. Und wer hier? Matze. Tschüss. Tschüss.